So, Folge 35 von Let's Play Stellaris. Es geht Schlag auf Schlag. Die Quarianer stehen im Krieg mit den Geth Combined, die eigentlich die Heretics sind. Gebrochen, ach du Scheiße. Die Quarianer kriegen jetzt richtig fett aufs Maul. Die haben arge Probleme, aber Terra Nova ist fertig. Sektoreinstellungen, Sektoren verwalten. Geht denn das nicht? Jetzt geht es. Oh, die fängt auch schon alles fleißig an. Aber sie können wieder halt nicht wohnen, Savannen wird. Ich weiß gar nicht, ob. Das ist eine kontinentale Welt, ja. Arktische Welt können wir auch vergessen. Savannenwelt. Alpine Welt. Ja, das ging auch nicht. Hilft ja alles nichts. Warte mal, das sind. Die sind auch einfach zu klein. 124 und das ist auch eine gefährliche Welt. Hier wäre eine Tundra-Welt. Das können wir vergessen. Das können wir auch vergessen. Das können wir auch vergessen. Das können wir auch vergessen. Einfach mal alles vergessen. Genau, wir wollten gucken, wie weit die Flotte ist. Die ist gleich da. Dann hier wollte ich sogar mal am nächsten Stützpunkt bauen. Jetzt sind sie gleich da. Construction complete. Construction complete. Construction complete. So, mach mal alles. Hostile fleet engaged. Alles kaputt. Hostile fleet engaged. Construction complete. Standardprobleme. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Ja, hilft, dann muss ich jetzt auf Bekenstein. Auf jeden Fall meinen Gouverneur rekrutieren. So,
Zufriedenheit plus 4%, das ist ja nicht genau das, was ich haben wollte. Und bei den Forschungen muss ich auch ein paar Wissenschaftler rekrutieren. 42, was macht der hier? Computergeschwindigkeit, Forschungsgeschwindigkeit, neue Welten. Der ist doch cool. 53 ist die. Ach, hilft ja alles Situation nicht. Log updated. Wo fliegt die jetzt hin? Ach, die fliegt ja zurück. Okay. So, jetzt können wir unser Forschungsschiff mal bemühen und die Welt hier erkunden. Weil wenn sich herausstellen sollte, dass das da geile Planeten sind, dann ist das schön. Wie sieht's auf Elysium aus? Die haben gar keinen Gouverneur. Was ist denn da los? Warum haben die keinen Gouverneur? Ich könnte hier noch einen Anführer zuteilen, rekrutieren. Boah, das kostet wieder so viel. Jetzt macht es den Kohl auch nicht mehr fett. Jemanden, der jung und hungrig ist. Hier. Amanda Wheeler. Wie sieht es auf Terra Nova aus? Gott, die sind ja immer noch nicht fertig. Da müssen sich auch erst neue Menschen ansiedeln. Oh, auf Elysium ist ja schon einiges los. Schau an, aber was gibt's hier für Probleme? Eine Hungersnot. Ach du Schande. Die Quarianer haben Frieden geschlossen. Aber bestimmt kein. Ah ja, komm, leck mich, du Sackgesicht. Du bist weit von uns entfernt. Kannst mich mal an meinen Hintern kraulen. Die armen Torianer. Schiffe insgesamt. Die Allianz ist der neue Föderationspräsident. Bis nächste Rotation 2322. Ach, ich kann auch die Schiffe designen. Zur Flotte hinzufügen. Das mache ich beim nächsten Mal. Der nächste sind die Raloi, die als nächstes dran sind. Die Raloi haben 128 Schiffe? Okay. Übel. Die Wahlen stehen bald wieder an, oder? Ja. In 6 Jahren erst wieder. Das heißt, ich muss jetzt sparen. Begenstein ist immer noch der Horror los.
Research complete. Verbesserte Forschung. Kondensatorenfelder. Röntgen. Laser. Entwicklungsgeschwindigkeit. Baukosten minus 25%. KI-gesteuerte Kolonisation oder Kolonieschiffe. Oh mein, 212 braucht man dafür. Verdammt. Großes Mineralienvorkommen. Oh nein. Das ist bitter. Habe ich denn nicht irgendwo ein Kolonieschiff, was sofort ans Eingemachte gehen kann? Naja, es ist hier alles Tundra-Welt, Alpine-Welt. Anomaly found. Ansonsten müsste ich hier halt anfangen. Aber es kostet 131. Gott. Ja, von nichts kommt nichts. Ich würde ja schon gern hier oben weitermachen, aber das Problem ist, dass es hier halt keine gute Welt mehr gibt. System Survey complete. Hier unten gibt es die Gaia-Welt, aber auf Bekenstein gibt es einige Sachen, die hier gerade nicht rund laufen. Obwohl ich hier eine Mega-Verteilarmee schon gesetzt habe. Research complete. Okay, das geht jetzt auch zumindest schneller. Trefferpunkte Schilde plus 5%.
Mehrere einheimische Pflanzen auf Terra Nova, wo wir kurz eine Kolonie aufgebaut haben, verströmen reichlich Pollenmengen von verblüffender chemischer Komplexität. Zum weiteren Stimmen dieser Pflanzen wird es ein spezielles Forschungsprojekt ausgegeben worden. Merkwürdig. Situation Log updated. Schmuggler-Außenposten. Unser Beobachtungsposten über Mahn Stan hat uns auf der Oberfläche des Planeten eine illegale Siedlung entdeckt. Dabei scheint es sich um eine Art von Außenposten zu handeln, den Menschschmugglern und andere kriminelle Elemente der Allianz aufgebaut haben. Es hat sich schon einzige Vorfälle gegeben, bei denen die Schmuggler in Kontakt mit primitiven Einheimischen gekommen sind und einige davon endeten gewaltsam. Wir müssen diese Situation schnell eindämmen und die Kriminellen entfernen, bevor sie noch mehr Schaden anrichten können. Situation Log updated. Schmugglerbasis überfallen. Hat ein Transportschiff im Orbit. Da oben. Das heißt, ich muss ein Transportschiff Mann, was wollt ihr denn schon wieder? Ich habe jetzt keine Lust auf euch. Research complete. Oh, die gehen die mir auf den Sack, ey. Verhandeln, Forderung festlegen. Ah. Neue Forschung, Sektorlimit, Bewohnbarkeit, nochmal 5%. Ja, leck mich. Oh, ich bin halt nicht stark genug, um die irgendwie... Das heißt, ich brauche hier Transportschiffe. Angriffsarmee. Ich baue mal 3. Wie weit sind die denn jetzt hier eigentlich? Raumhafen. Wie wieder Zeit, dass ich einen Cut mache, aber wir machen diesmal ein bisschen länger. Die Flotte kontrolliere ich ja jetzt nicht mehr, aber ich kann neue Schiffe bauen. Ich habe auch relativ viel Energie. Was mache ich mit meinem Kolonieschiff? Situation Log updated. Und was kann ich da jetzt genau machen? Bergbaustation soll ich bauen, na dann.
Dann haben wir da schon mal zwei. Die ist in Freedom's Progress. Ich muss mal ganz gucken. Ich glaube, die Chance werde ich mal nutzen. Ich werde mal die Schiffe aufrüsten. Die ISS Winter. Kann ich die mit besseren Lasern ausrüsten? Habe ich da schon bessere? Die Railgun habe ich hier. Die fortschrittliche Railgun. Nullpunktreaktoren. Nachbrennerstufe 1. Oh. Geschwindigkeit, Kampfgeschwindigkeit ausweichen. Das ist gut, ja. Speichern. Für 1800 kann ich die Schiffe für alle verbessern. Naja, ich werde erstmal die anderen Schiffe noch schnell upgraden. Die Siberia, da kann ich leider nichts besser machen. Aber ich habe hier schon die Reaktoren drin. Und die Schilde sind auch schon drin. So, die Vanguard. Disruptoren. Die Santa Maria habe ich schon abgegradet. Nee, habe ich nicht. Doch, habe ich. Okay, dann würde ich sagen, kann ich eine neue Korvette bauen? Neues Design, eine neue Korvette. Torpedoboot. Oh, da können wir das... Oh, das ist gut. Torpedoboot. Dann bauen wir doch hier einfach mal die Proton-Torpedos rein. Was für Range haben die denn? 70 Reichweite, die haben 60 Reichweite. Panzertorpedos haben wir hier noch. Sind die anders? Nee. Goddammit. Und nochmal den ersten Generationen.
bei den Zerstörern werde ich auch noch mal kurz reingehen. Raketen, hier habe ich auch schon alles geupgradet. Das wird teuer. Hier können wir wieder die Railguns. So, dann haben wir die ISS Destro. Habe ich auch schon alles geupgradet. Das ist eine Sauerei, ist das. Kriegt einen besseren Antrieb. Die Salvation, die hatten wir schon. Die Perugia hatten wir auch schon. Na, dann werde ich hier einen neuen Zerstörer bauen. Neues Design, Zerstörer. Vorpostenschiff. Machen wir das doch mal so. Dann bekommen die hier einfach mal die Wächterpunktverteidigungsdinger. Und am besten dann noch die UV-Laser. Das können wir nicht behalten. Das ist ja kein Grund, warum ich da was anderes reinmachen sollte. Reaktoren. Wenn ich hier den Nachbrenner reinsetzen. Ein paar Schilde gibt es auch noch oben drauf. Und dann die Rüstung. Ich glaube, wir werden sogar noch eins bauen, noch einen neuen Zerstörer. Eine Mega-Hauptwaffe brauchen wir dafür, das 70 Reichweite Panzerungsdurchdringung. Großer UV-Laser. Und dann am besten noch irgendwas, was Wumms hat. Machen wir das so. So, dann brauchen wir jetzt erstmal noch die... Schildkondensatoren. So, das ist die Sun LL11. Na. Panzerbrecher. Das werde ich noch machen in dieser Folge. Wird eine etwas längere Folge. Die Kreuzer will ich auch gerne noch upgraden und vielleicht sogar neue Modelle. Okay.
Was ist das hier? Verhältnis zwischen Angriff und Verteidigung, Feuerrate. Ja, gut. Triebwerk werden wir upgraden. Dann werden wir hier noch die Nullpunkte Reaktoren rein. Ich glaube, ich muss noch mal nachgucken, ob ich tatsächlich alles geupgradet habe. Und zwar bei denen hier. Das ist die 5. Das ist auch die 5. Das ist auch die 5. Auch. Wusste ich doch, dass ich es nicht überall gemacht habe. Ordnung muss schließlich sein. Auch bei der Perugia. Ja, im Prinzip brauche ich es nicht, aber... Mei. Das geht sicherlich auch einfacher, da gar keine Frage, aber... Ich bin ja mal so ein selbst ist der Mann-Typ. Das haben wir auch, okay. Gut. So. Das ist der große rote Laser. Die Gauss-Geschütze, Railguns. Neue? Nein. Wie viel Energie das Ding eigentlich frisst? Moment mal. Kann ich da nicht noch ein Schild reinpacken? Nein, kann ich nicht, aber ich kann da vielleicht noch eine Panzerung mit reinnehmen. M4 Hades. Jede Menge Torpedos, die wir da rein basteln können. Panzerbrecher-Torpedos. Und dann nehmen wir noch die Proton-Torpedos mit. Dann machen wir hier alles Schildzerstörung. Können wir hier die Disruptor auch noch mit reinnehmen. Und das ist Panzerungsdurchbrechung. Da können wir die Backbone-Laser eigentlich mit reinschmeißen. Und dann packen wir hier hinten einfach was Nettes, Kleines, Süßes noch mit rein. Ein Energiesauger, der kann nur auf der S-Station befestigt werden. Eigentlich müsste ich das Ding durch die Disruptoren ersetzen, aber gut. Machen wir hier noch die Antimaterie-Rakete ran. Dann brauchen wir erstmal Reaktoren. Machen wir hier die Schildkondensatoren. Dann machen wir hier Schilde. Und hier oben die Rüstung. Oder ich mach komplett Schilde.
Das ist die ISS. Nee. Wie habe ich das Ding genannt? Ich weiß es doch nicht. Ach, egal. Ich benenne es erstmal ISS. Zeus. XXL. Zerstörer. Das muss ausreichen. So, jetzt muss ich mir die Namen angucken. Santa Maria. Eigentlich brauchen wir da nur den Namen. Also ist ja Quatsch, die ISS da vorzuschreiben. Das müssen wir mal richtig machen, ja. Es ist eine Folge, die unglaublich dumm ist, ich weiß, aber... Ach, an sowas muss man sich mal gewöhnen. Muss alles seine Ordnung haben, es tut mir leid, Leute. Habe ich zweimal die Winter? Tatsache. Ja, dann können wir die doch hier löschen. Oh, jetzt hat er die alle dupliziert, oder? War die da abbrechen? Dann mache ich die ISS-Dinger weg. Winter, Sibirien, Vanguard. Ja, er hat sie jetzt alle dupliziert. Oh, God damn it. So, viel besser. Das können wir ja so lassen. Ich habe nur ein Schlachtschiff, das ist eine Sauerei. Oh, nur mit Raketen bestückt. Ai. So, ich glaube aber, eine Folge mache ich vielleicht doch noch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich mache erstmal Schluss hier und dann war es das mit dieser Folge und in der nächsten Folge werde ich noch die anderen Schiffe aufrüsten und dann werde ich mich mal darum kümmern, meine Flotte aufzurüsten, damit ich endlich diese verdammten Remnant loswerde. Wir gucken mal. Also bis dahin. Tschüss.